Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ich lese ja immer wieder unter meinen Videos, was es mit dem grünen Zahnrad auf sich hat oder warum es sich einmal in die eine und einmal in die andere Richtung dreht. Ja, und das möchte ich euch heute etwas näher erklären. Was ist die temporale Stabilität? Das Zahnrad in der Mitte, welches sich einmal nach links und einmal nach rechts dreht, zeigt die temporale Stabilität an. Das heißt, es misst, wie nah ihr der Rust World seid. Die Rust World, ihr könnt euch zwei Welten vorstellen, die sich dann immer näher überlappen und ihr dann zeitgleich in der normalen Welt und in der Rostwelt seid. Bis das Zahnrad leer gelaufen ist, verstärkt sich die Spawnrate der Drifter, bis ihr gänzlich eingetaucht seid und die Spawnrate bei 100% ist. Wann genau tritt der Effekt auf? Die Karte ist grob gesagt durchzogen von temporaler Instabilität. Sie ist sowohl auf der Ober- als auch in der Unterwelt vorzufinden. Auf der Oberwelt gibt es einige Bereiche, die einmal mehr und einmal weniger stark zeitlich verzerrt sind und somit euer Zahnrad nach links drehen lassen. In der Unterwelt hingegen nimmt die Stärke der Drehung immer mehr zu, umso tiefer ihr kommt. Des Weiteren kann auch ein temporaler Sturm für diesen Effekt sorgen, dazu dann noch später mehr. Was könnt ihr dagegen tun? Seid ihr auf der Oberwelt in einen temporalen, instabilen Bereich der Karte angekommen, so solltet ihr euch darin nicht allzu lange aufhalten und euch aus diesem Bereich heraus bewegen. Achtet auf das Zahnrad, wenn es sich wieder nach rechts dreht, füllt sich dieses wieder auf. Seid ihr hingegen in der Unterwelt, so achtet darauf, dass ihr nicht allzu lange zu tiefe in die Höhlen erforscht, geht ein wenig an die Oberfläche, um das Zahnrad aufzuladen. Eine weitere Möglichkeit, die temporale Instabilität wiederherzustellen, ist, dass ihr einige Drifter tötet, wobei stärkere Drifter auch mehr zeitliche Stabilität wiederherstellen. Denkt daran, dass dies nur eine vorübergehende Maßnahme ist. Ihr könnt auch mit einem temporalen Zahnrad eure Stabilität um 28% wiederherstellen, rüstet ein Tempgear in der Hand und ein Messer in der Slotleiste aus, also Tempgear in der Offhand und das Messer einfach in der Slotleiste. Haltet nun bei aktivem Messer die rechte Maustaste gedrückt, der Spieler führt mit der mit dem Messer eine Hiebbewegung aus, einschließlich eines verletzenden Geräusches. Haltet die Maustaste so lange gedrückt, bis ein blauer Partikeleffekt angezeigt wird. Ihr müsst bedenken, dass ihr etwa 28% Stabilität zurückerhaltet, jedoch aber 2 HP Schaden nehmt und das Gear zerstört wird. Was ist nun mit den temporalen Stürmen? Zeitliche Stürme sind ein Wettermuster, das standardmäßig ungefähr alle 10 Tage auftritt. Während dieser Stürme wird es so behandelt, als ob der Spieler eine geringe zeitliche Stabilität hat. Kreaturen können überall um den Spieler herum erscheinen, solange es eine leichtbare Oberfläche gibt. Daher Platten verhindern das Spawnen. Spieler erhalten über die Chatbox frühzeitig eine Warnung vor einem bevorstehenden zeitlichen Sturm. Diese Warnung wird in 2 Phasen ausgegeben. Ein leichter, mittlerer, schwerer zeitlicher Sturm nähert sich. Sobald diese Warnung ausgegeben wird, ist der zeitliche Sturm 8 Stunden 24 Minuten ins Spiel entfernt oder 0,35% eines ganzen Tages. Ein leichter, mittlerer, schwerer zeitlicher Sturm steht unmittelbar bevor. Sobald diese Warnung ausgegeben wird, ist der zeitliche Sturm 43 Minuten im Spiel entfernt oder 0,02% eines ganzen Tages. Die Dauer zeitlicher Stürme nimmt mit der Zeit zu. Standardmäßig kann sie zwischen 2,4 und 4,8 Minuten dauern. Die Unterscheidung zwischen leichtem, mittleren oder schweren zeitlichen Stürmen beeinflusst nicht die Dauer, sondern das Gefühl des Sturms, insbesondere die visuellen und akustischen Aspekte dieser Mechanik. Kann ich mich vor einem Sturm schützen? Ja, das geht. Grabt euch ein Loch, welches maximal 1 Block breit und 2 Block hoch ist und wartet darin ab. Vergesst den Deckel nicht. Alternativ könnt ihr auch in einen Raum gehen, der mit Platten ausgelegt ist, denn auf diesen spawnen die Drifter nicht und somit seid ihr geschützt.
Ihr könnt euch natürlich auch auf eine Säule stellen und so und dort oben das Treiben beobachten und den Sturm abwarten. Es gibt auch eine Möglichkeit, den Sturm zu verschlafen. Legt euch einfach kurz vor dem Sturm ins Bett und schlaft so lange, bis der Sturm vorbei ist. Ihr habt die Möglichkeit, eine Drifterfalle zu bauen, dazu später aber mehr in einem eigenen Video. Wie ihr seht, ist das Thema zwar etwas umfangreich, aber gar nicht so schwer. Wenn ich euch helfen konnte, freue ich mich über eine positive Bewertung zu dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön!